So, jetzt werden wir Fluchstufe 4. Hey, was? Hey, wir haben noch eben gewonnen. Ach, die hier waren nicht aktiv. Ah, super. Naja, also machen wir jetzt das wahre Fluch Stufe 3. So. Direkt auch neue Fähigkeit. Neues Schwert haben wir. Gucken, ob wir das dann schaffen. Ist ja dann schwieriger wie eben. Na gut, ich habe versehentlich gedacht, es wäre alles aktiv bei Stufe 3. So, nehmen wir mal das hier. Können wir ein bisschen besser einsammeln. So. Ja, davon wollen wir eigentlich nichts. Das war nicht besser. Ja, müssen wir jetzt einfach nehmen und dann austauschen. So, immer ein bisschen im Kreis laufen. Warten, dass die hierher kommen. Oder einfach so warten. Wir wollen die Rüstung. So, jetzt kommen die Zauberer und auch die Elite. Schadenserhöhung und oh, ey, davon brauchen wir gar nichts. Also wenn man kein Lootglück hat, hat man kein Lootglück, oder? Naja, kann man ja alles noch austauschen, ist ja nicht schlimm. Jetzt will er uns aber ärgern. Davon ist nicht eine gut für den Charakter hier. So. Wascht. Erfahrungspunkte einsammeln. Ah, Schubkraft, der ist natürlich gar nicht gut. Jetzt haben wir das. Ist immerhin unsere Anfangsfähigkeit direkt Stufe 4. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, nehmen wir giftig einmal mit. Kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Nicht eine Fähigkeit, die blutbasiert ist, sondern alles nur dieser heiligen beziehungsweise elektrisch. Das läuft ja jetzt dann gar nicht gut. Boah, ist doch nicht sein Ernst. Ob jetzt kriegen wir nicht eine Fähigkeit, die passend für den Charakter ist. So. Jetzt kriegen wir natürlich auch die Verstärkungen passend. Ah, hier in den Rücken. So. Das kommt direkt weg. So. Ach so, hier ist er. Wir nehmen aber erst diesen Eisfatzen. Der ist nerviger. So, dann nehmen wir kraftvolle Schläge. Oh,
voll in das dämliche Eisfeld gelaufen. So, beide tot. Aber mit besseren Fähigkeiten wäre jetzt... Ah, Giftwolke. Ja, warte mal. Doch, nee. Ja, das war richtig. Erstmal gucken. Ja. Wir nehmen mal ein bisschen Schnelligkeit mit. Gehen mal ein bisschen wieder hier in die Mitte. Da ist mehr Platz. Gnadenlos. So. Ah, sieht doch schon ein bisschen besser aus jetzt hier. Davon nehmen wir nichts. Nehmen das hier. Ah, die mit den Explosionsfässern sind aber echt schlimm. Giftig. Schön die Elite killen. So. Davon brauchen wir nichts. Nehmen wir expansiv. Widerstandsfähigkeit. Eigentlich wollen wir die Fähigkeit nicht behalten. Aber lässt sich ja jetzt gerade nicht ändern. Ja, dann nehmen wir Feuerschild. Wir haben auch leider nur einmal neue Rollen bisher freigeschaltet. Also, dass wir eine Auswahl von neuen Fähigkeiten bekommen. Rüstung. So, da sind wieder ein paar Elite. Gott, wir müssen jetzt echt keine guten Fähigkeiten mehr vorgeschlagen. Gift. Oh, hier Unterwerfung. Tauschen wir mal aus, Ja, hier, das hat noch gar keinen Modifikator. So. Schadenserhöhung. Immerhin mal für die Giftwolke. So. Ah, das sieht auch gleich viel besser aus. Ja, Crit erhöhen. Bleibt immer an den Gegnern hängen, ich weiß auch nicht. So. So. Nehmen wir das. Oh ne, hier dieser Flammenheini schon wieder. Deren Fähigkeiten sind aber auch echt überall, oder was? So. Dann nehmen wir mal mehr. Mehrfachwirkung. Erster Boss ist tot. Jetzt haben wir wieder so eine nervige Schlange, die uns angreifen will. Oh, hier. Ein neuer Sprint. Das. Sehr gut. So, Bosse sind beide tot. Nur diese nervigen Schlangen noch loswerden. Oh, hier. Der zählt für alles. Das war ein gutes Upgrade.
mal den Heilkristall gönnen. So. Gnadenlos. Aber der Attentäter lässt sich sehr gut spielen. So. Gucken, dass sie, wenn möglich, alle im Gift immer stehen. Das, den Bereich dafür müssen wir noch ein bisschen erhöhen. Ah, hier. Der Bereich. Gerade wenn man von spricht, bekommt man sogar mal. Mehr Bereich. Oh. So, dann laufen wir mal so rum. Boah, diese Schlangen, ne? So. Und immer mal kraftvolle Schläge. Da ist ein Boss. Also, dass man manchmal die Fähigkeiten direkt beim Ausweichen bekommt, das ist ärgerlich. Was ist denn jetzt kaputt? Jetzt liegt hier natürlich über ein Gift, das nicht von uns ist. Einer ist tot. Da noch auch. Machen wir mal Schadenserhöhung. So. Irgendwas sind wir jetzt sau langsam. Giftig. Boah. Was geht denn jetzt? Unsere Fähigkeiten sind auch viel langsamer geworden. Behemoth hat sich jetzt leider angeboten, oh Gott. Hier Häufigkeit. Einer mit Feuer und einer mit so einem Lichtangriff. Echt nicht so gesund. Ja, lauft mal alle bitte in unser Gift. Ah, unter dem Gift eine rote Fläche, war ja klar. Der Kristall geht auch nur kaputt, wenn er will.
erzwingbar. So. Also unser Gift ist echt gut. Aber keine Ahnung, was mit dem Kristall da jetzt kaputt ist. Dass wir den einfach... Naja. Der müsste ja trotzdem zählen. Auch wenn wir ihn jetzt nicht kaputt kriegen. Ja, jetzt bleibt das Spiel fast stehen. Könnten die Effekte von uns runterdrehen, aber ist ja langweilig. Dann sieht man ja, wo die roten Flächen sind. Level up oder ein Heilkristall wäre gerade gut. Mehrfachwerk zu 20% erhöht. Mehrfach zu aktivieren. Oh nee, hier dieser Drehkreisel schon wieder. Gut, da sind wir einmal drauf gegangen. Oh ey, sein Dreh... Ja, was... Sein Drehkreisel gefällt mir immer gar nicht. Ach, er ist tot. Okay. Giftwolke mehrfach, das ist doch sehr gut. So. Hm. Haben es geschafft. Das war Fluchlevel Nummer 3.